ich würde euch mal zeigen, wie man diesen Mink da zerlegt, den Magician X. Dazu muss man allerdings ein bisschen in der Z-Achse fahren, dass man da unten besser dran kommt. So, halb hoch reicht. Ja, dann ich ziehe mir hier noch ein bisschen nach, dass wir da alles besser sehen. Okay. So. Ich habe hier den Kopf schon mal abgemacht, weiter abmachen zu können. Ja, tut mir leid, ich musste mal davor greifen. Muss man erst oben das abzwicken hier. Denn wenn wir dann das Teil runternehmen, dann würde es ein bisschen schwieriger werden. Was braucht man dafür? Ich habe so ein kleines Set. Da sind so ganz kleine Tox-Schraubenzieher dabei. Und da braucht man mehrere Teile davon. Ein Teil ist so ein Torx mit 2,0 mm. Damit kann man diese Schrauben hier erstmal rausmachen. Das sind die drei Schrauben. Die habe ich jetzt schon mal abgemacht. Dann würde ich hier auch noch dieser Ventilator da dran hängen. Wenn man den abbaut, sieht man, dass innen schon sehr viel Staub drin ist. Wie gesagt, hier ist es eine Schraube, die man rausdreht. Hier eine Schraube und hier unten ist eine Schraube, die man rausdrehen muss. Die habe ich schon rausgedreht. Am besten schaltet man das Gerät natürlich dann ab. Dann kann man das hier runternehmen. Man muss später auch die Kabel abziehen. Ich hatte beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, die meiste Angst. Hier oben ist zum Beispiel wieder ein anderer Schraubenzieher, den man braucht. Also, da hätten sie auch gleich den gleichen hier nehmen können. Das da oben ist nämlich ein normaler Kreuzschlitz. Und ich hoffe, der ist jetzt groß genug. Der ist groß genug. Die eine Schraube hier raus. So, ist da noch so eine Schraube drauf, die ist dahinter, muss man auch raus machen. Und dann kann man den Sensor hier abziehen, da ist das Filament noch drin. Der bleibt auch dann hier an dem Board dran, das ist richtig Filament, da sind da ein kleiner Steckschlüssel, davon habe ich einiges hier, ein 5 mm Schlüssel. Mit dem kann man dann, mit der Hand ist nämlich so festgezogen, diese Schrauben rausnehmen. Die Schraube dahinter auch noch. Und dann muss man natürlich auch noch hier das Klappmetall öffnen. Und da ist davor noch eine Schraube. Die muss man dann auch noch lösen. Und dann fällt das untere Teil ab. Das ist wieder ein Torx. So. Schraube hängt oben drin. Und jetzt sieht man schon, den kriegt man hier nicht weg. Dazu müssen wir jetzt dann alle diese Steckverbinder hier lösen. Das sind leider eine ganze Menge. Und den kann man hier oben rausziehen. Und da sieht man schon, da sind nochmal auch andere Steckverbinder drauf, die auch mit weg müssen. Weil das ganze Teil da dran hängt. Und dann hat man das so in der Hand. Dann sieht man das jetzt nochmal. Das ist sogar das komplette Teil. Und das kann man jetzt natürlich noch weiter zerlegen, muss man auch. Dazu baue ich jetzt aber die Kamera ein bisschen um, damit ich mehr Platz hier am Tisch habe. So. Dann sieht man das Teil nochmal. So rum ist es drin, also die Zuführung für das Filament, das ist die Klappe.
Und dann kann man es noch weiter zerlegen. Das muss man diesen Fendelator abbauen und diese Fendelator-Generation abbauen. Das geht auch wieder mit einem Kreuzschlitz. Wie gesagt, wären das alles die gleichen Schrauben, die ist ja zu einfach. Die Schräubchen legen wir uns allerdings dann extra, denn die sind ein bisschen kleiner. Ja, geht noch nicht raus. Aber jetzt. So. Und da rüben ist auch nochmal so ein Schräubchen. Das nehmen wir auch raus. Ich habe auch alle diese Einzelkomponenten nochmal bestellt. Auch die Riemen und einen kompletten Kopf, falls mal ein Teil kaputt geht. Warum ich den diesmal zerlege, hat auch einen Grund. Ich habe festgestellt, dass das Teil doch einen kleinen Mangel hat. So, jetzt sieht man, da ist dieser Ventilator und hier bläst er dann raus Richtung Kopf. Ja, dann können wir auch noch dieses Teil hier abnehmen, die beiden Ventilatoren. Die gehen genauso weg. Das ist jetzt wieder, Torx. Ich sage ja, wenn wir noch einen einzigen Schraubstiel genommen hätten, wäre es einfacher, das Ganze zu demontieren. So, und dann kann man den unteren Teil auch nochmal abmachen hier. Da die gleich sind, ist es wurscht, ob unten und oben gleich hinmontiert oder muss ich also nicht wecken, welcher unten und welcher oben ist. Den unteren, den kriege ich nicht weg. Der hängt hier an diesem Blech, das an der Nozzle dran ist. Also den lasse ich sowieso dran. Und die Nozzle kann man hier aufmachen. Allerdings braucht man dazu einen Imbus. Die sind aber weitestgehend dabei. Ich glaube, das war der zweite hier. Schauen wir mal. Nein, das war der ganz kleine, wie es ausschaut. Ja, der ganz kleine. Und wenn man da auch leicht andreht, dann kann man hier noch ein Stück weiter drehen. Dann kann man hier das Heizelement rausziehen. Da ist noch der Rest vom Filament drin. Und da sieht man schon, das sind die Teile, die man hier putzen sollte. Und auch der Abrieb, der da drin stattfindet, den kann man auch putzen. Man kann das auch nochmal komplett zerlegen, also das Gehäuse hier abnehmen, das mache ich jetzt nicht. Dazu muss man bloß nochmal zwei Schrauben öffnen, die sind da und da. Da kann man das komplett zerlegen. Brauche ich jetzt nicht. Was ich festgestellt habe, ist es, dass es hier an der Düse und hier oben Filament rausdrückt, wenn zu schnell gefördert wird. Man sieht auch schon, ich habe schon das Silikon weggemacht. Man sieht es auch hier, da drückt es schon was raus. Hier neben der Nozzle drückt es was raus und da oben drückt es was raus. Und um das Teil hier aufzumachen und den Nozzle zu wechseln, muss man die auf jeden Fall im warmen Zustand rausbauen. Also die Nozzle wechseln könnt ihr nur, wenn das Ding warm ist. Nachdem wir es jetzt schon ausgebaut haben, können wir es so schlecht wieder normal warm machen. Benutze ich jetzt einen Trick dafür. Muss man allerdings sehr vorsichtig sein, dass man nichts verbrennt. Ich benutze dafür einen kleinen Campingkocher, so ein Campinggasteil. Ich kann auch einen Heißluftföhn benutzen. Das Ganze vorsichtig anzuwärmen. Am besten hat man auch im Tuch parat. Das sieht man jetzt wieder nicht. So, also dann hier vorsichtig anwärmen. Am besten hat man dann so ein Baumwolltuch, das ich dann benutze. Auch der Steckschlüssel. Und dann kann man die Düse, wenn man die einfach warm macht, aufpassen, aber an der anderen Seite sich nicht die Finger verbrennt, wenn man es hält. Also der Steckschlüssel für die Nozzle ist ein 7 mm Steckschlüssel. Dann soll ich die Nozzle hier ein bisschen warm machen.
Heißluftbügeln geht das etwas besser. Neues Tauschen, wenn es im Gerät ist, und das einfach hochheizen. Da muss man rein und dann vorsichtig die Nozzle rausdrehen. Jetzt haben wir die Nozzle draußen. Ist ziemlich heiß. Also im warmen Zustand rausdrehen. Dann heize ich das nochmal auf. Da uns der Ventilator doch stört, halten wir die hintere Mutter mit einem Zänglein fest und können den Ventilator dann trotzdem auch runter machen. So. Da muss man aufpassen, dass man diese Sprengmutter, die dabei ist, nicht verliert. Also gut aufheben. Dann hat man ohne Ventilatoren dieses schöne Teil in der Hand. Da ist ja so ein Schild drin. Dieser Schild ist mit eingeklemmt. Hier zwischen diesem geriffelten Teil hier oder dem glatten Teil, das zum Kühlen ist, und dem eigentlichen Kopf, der die Hitze macht. Den kriegt man natürlich auch nur raus, wenn man das entsprechend anwärmt. Kann man auch mal um das Filament rausziehen. Das entsprechend wärmen. Ich habe das Ganze dann mit einem, ist noch nicht warm genug, mit einer Kombizange aufgemacht. Das hier könnt ihr übrigens komplett bestellen. Da gibt es auch eine bessere Variante davon. Die macht ein bisschen höhere Temperaturen. Damit könnt ihr auch noch anderes Filament benutzen. So, jetzt lässt sich drehen. Dann sieht man auch, kann man das Teil da raus machen. Und dann lässt sich dieses Teil hier, wenn man es nochmal ein bisschen weiter wärmt, komplett rausdrehen. Und irgendwann mal dreht man auch den Stift aus diesem Körper raus. Also muss man immer einfach wärmen, wenn noch Filament drin ist. Ist klar, das ist ja, wird wieder hart. Das Teil hat ein ziemlich langes Gewinde. Wenn man geduldig ist und immer wieder erwärmt, kriegt man das auch locker raus. Jetzt ist es schon fast draußen. Kann man wieder mit diesem schönen Tuch den Rest per Hand machen. So, jetzt hat man das Teil draußen. Jetzt hat man nur noch diesen Kopf übrig. Und das sieht man schon. Ich weiß nicht, ob ihr es genau sehen könnt. Hier oben, da ist Filament. So eine richtige Kruste drauf. Da läuft es immer wieder raus und dann tropft es auf das gedruckte Teil. Und das will ich eben beheben. So, Wärme brauchen wir dabei nicht mehr. Kann man zur Seite stellen. Jetzt gilt es dann, den Kopf abkühlen zu lassen. Und dieses Filament, das da drauf ist, runter zu bekommen. Da ist noch viel von diesem Filament übrig, das hier draußen drauf klebt. Hier klebt oben noch dieser Batzen. Und ja, innen drin im Schraubgewinde ist auch noch ganz schön viel. Das werden wir dann auch noch rauskriegen. So. Selbst hier neben den Drähten hat sich Filament angesammelt. Muss man vorsichtig sein, dass man die Drähte nicht verletzt. Das Aluschild ist dazwischen gehört. Da ist auch der Ventilator dran befestigt. Und das ist die Heizung selbst. Das sieht man schon, da ist innen drin eine Menge Unrat auch. Das ist gewindverstopft und versottet. Dann muss man die losen Teile hier raus machen. Größeren. Da erinnert sich dieser Sechskant dazu. Und dann sieht man hier schon, ein Teil, der rauskommt. Ist immer noch was drin. Jetzt bohren wir es raus. Da kommt wieder so ein Teil raus. Jetzt haben wir ein Teil raus. Ja. Ja, und das Äußere, das ist schon, kann man schon anfassen. Das kann man, wie gesagt, dann wegschneiden. Am Schluss auch mit Schmirgelpapier wegmachen. Das ist richtig verbranntes Zeug. Ich habe jetzt auch die
Flussmenge runtergesetzt auf einen sehr niedrigen Wert, ich glaube 82%, weil das sonst einfach zu viel Druck gibt und dann überall rausgequetscht wird. Wir kriegen es ohne Wärme nicht weg. Auf der Seite geht es noch. Nehmen wir ein kleines Schmirgelpapier. Nach dem ersten Versuchen schon ein bisschen weniger vorsichtig. Jetzt hat man das gröbere Schmirgelpapier. Da sieht man schon, ist immer noch viel Klebstoff drauf, aber es wird schon weniger. Also hier, das ist immer noch eine dicke Schicht drauf. Da auch, wie man sieht, das kriegt man mit Schmirgelpapier gar nicht ab. Da muss man wieder zum Messer greifen. Wenn man es soweit es geht sauber gemacht hat, dann kommt natürlich das nächste Part hier drin, ist auch nochmal, jetzt ist das vielleicht nicht mehr ganz so heiß, das Teil, aber immer noch heiß genug. Das ist sozusagen die Führungshülse für das Filament. Da ist nämlich auch noch eine Silikonhülle drin. Die habt ihr auch als Ersatzteil dabei eine. Mal schauen, dass es warm genug wird. Dann kann man hier mit dem kleinen Teil auch dann leicht rein. Man kann es durchbohren, ja, ist schon rausgefallen, seht ihr? Ja, und dieses Teil da ist drin. Dieses Röhrchen hier. So ein weißes Röhrchen. Und wenn das verstopft ist, dann habt ihr keine Chance mehr. Wenn es weiter oben verstopft ist, hier wo es nicht so heiß wird, dann habt ihr immer einen Filamentstau. Also das Röhrchen muss auf jeden Fall sauber sein. Man kann aber auch einfach ein neues einsetzen, das man auf die gleiche Länge zuschneidet. So wie es ausschaut, ist das ziemlich kaputt. Zeige ich euch mal, welches Teil da dabei ist. Dieses Teil hier. Das müsstet ihr jetzt auf die genau die gleiche Länge kriegen wie das Innenteil hier. Also in der Länge und dann mit Messer abschneiden. So, dann habt ihr dieses glatte Röhrchen hier. Die kann man auch übrigens in dem Mintershop bestellen. Das ist schon ziemlich verstopft gewesen, deswegen musste ich es auch zerlegen. Also das kommt mal weg. Und dieses neue Röhrchen, das müsst ihr dann hier wieder einsetzen. Jetzt war es natürlich schon wieder heiß, aber wir wollen ja, dass der ganze Dreck hier raus ist. Und da müssen wir es einfach abkühlen lassen. Ja, ich mache das jetzt schon zum zweiten Mal. Das erste Mal habe ich das scheinbar durch das einfache Zudrehen nicht ganz dicht gekriegt. Ich habe mir so ein Band aus dem Sanitärbedarf bestellt. Damit macht man Wasserrohre dicht. Das ist ein Teflonband, das ist sehr dünn und ich hoffe, wenn ich das jetzt einmal, eineinhalb Mal ums Gewinde wickle, dann wird dieses Gewinde, das da dran ist, vielleicht etwas strenger reingehen und mir nicht so viele Probleme bereiten. Mal ganz vorsichtig ein paar Mal reindrehen, bis es streng geht und dann wieder raus, damit dieser Rest, der drin ist, an Filament ja, sich wieder löst. Und wenn ich noch, weiß ich, vorsichtig rausstupsen kann auf der anderen Seite. Und jetzt wieder ein bisschen was raus. An Dreck. Ja, das ist alles zwischen die, das Gewinde gequetscht worden. Und so rum drauf gewickelt, dass es später sich nicht einfach runterwickelt. Natürlich alles ein bisschen Primelarbeit. So, aber jetzt. Und ihr dürft nicht vergessen, bevor ihr es wieder dran schraubt, dass ihr das eine kleine Teil damit reinmacht. Dieses Kunststoffröhrchen. Ja, hier so Teflon. Das hier oben reingehört. Was wir vorhin zurecht geschnitten haben, das da oben mit rein, dass es schön ansteht. Und dann ja, drehen wir das wieder zusammen. Irgendwann wird der Widerstand größer und dann
Oh, jetzt sind wir fast unten angekommen. Schauen wir noch mal da rein, da ist wieder ein Haufen Dreck drin. Logischerweise. So, um noch mal hier rauszukriegen, ein bisschen was davon. Die Düse bauen wir jetzt nicht ein. Die bauen wir wieder ein, wenn es drin ist und wenn es warm ist. Jetzt muss dazwischen dem Ring und dem Teil hier, muss eigentlich noch das Teil hier ran. Dann bauen wir es wieder umgekehrt zusammen. Das heißt, jetzt bauen wir das Hotend wieder rein, so wie es reingehört, nämlich so rum. Da ist ja diese kleine Markenschraube drin. Da brauchen wir unseren kleinen Imbusschlüssel. Drehen wir die noch etwas raus. Nicht zu weit, sonst geht sie ganz raus. Und dann mit leichten Drehen so weit rein, bis es nicht mehr weitergeht. Und das Teil ungefähr gerade steht, also hier waagrecht hier und waagrecht hier ist. Und dann zieht man dieses Teil wieder an. Das hält ja das Hotend fest, das fixiert es, damit es sich nicht verdrehen kann. So, nicht zu fest anziehen. Nackenschrauben, so kleine, sind ziemlich empfindlich. Dann geht es weiter natürlich mit dem Ventilator, den wir unten hatten. Da brauchen wir auch diese kleine Mutter wieder. So, das müssen wir markieren. Das Teil auch zur Seite, dann sehen wir wieder nichts. Dann haben wir hier diese kleine Mutter und eine Schraube. Nicht so rum einbauen, dass das Kabel innen ist, sondern dass das Kabel außen ist. Dann auch wieder schauen, dass man das entsprechend so einbauen kann, dass das Kabel da auch entsprechend rausgeht, nach hinten raus natürlich. Und diese kleine Beilagscheibe, diesen Sprengring, muss man natürlich dann mit einer kleinen Zange halten. So. Den Ventilator mit dem Blech muss man dann hier von dieser Seite aus reinstecken. Ein bisschen schwer. Und den muss man hier unten festschrauben. Also da ist praktisch das zweite Schraubloch dafür. Wenn man von hinten drauf guckt, dann wird hier praktisch auch nochmal eine Schraube aufgemacht. Der eine Ventilator wieder dran geschraubt. Jetzt sieht man, hier ist das Blech, das führt hier rein, unter den Druckkopf. Die Drähte müssen nach hinten schauen, ist ganz klar, weil vorne ist ja hier, wo die Klappe ist. Und dieses Blech hier, das soll ja wie ein Trieb auch diese Luft umlenken auf diese Kühlrippen hier. Und die zweite Kühlung, die kühlt das Innere. Ja. Also die auch wieder drauf sitzen, kann man damit zumachen. Diese langen Schrauben, die sind dafür gedacht, die eingesetzt zu werden. Dann handfest anziehen, nicht allzu fest. Wie gesagt, das sind alles sehr feingängige Schrauben. Es ist schade, wenn man die dann abreißt. Dann hat man nämlich gar nichts gewonnen, sondern im Gegenteil, dann kann man gleich ein neues Teil einbauen. Und die sind nicht gerade billig. Haben wir die zwei Ventilatoren wieder dran, mit entsprechend hier diesen Kabeln, die laufen auch schön hinter dem Teil durch, ist kein Problem. Jetzt haben wir hier das Gebläse, so, dann haben wir ja noch einen Ventilator gehabt, der ja von der Seite hier kühlt, ich glaube ja, hier auf dieser Ebene sind ja zwei Löcherchen. Das sind jetzt wieder Kreuzschlitzschrauben, weil ich das noch in Erinnerung habe. Ja, ganz kleine Kreuz. Ist natürlich umso schwieriger, die immer zu machen, wenn man das Werkzeug immer wieder wechseln muss. Also immer wieder schauen, was greift, was greift nicht. Und dann schrauben wir die da dran. Auch nicht zu festziehen, sonst sind sie kaputt. Und der Ventilator hat ja auch nicht viel Gewicht. Gerade mal ein bisschen handfest anziehen. Das zweite Schräubchen auf der anderen Seite einbauen.
Der vom großen Ventilator, das geht allerdings vorne rum, den muss man später wieder fixieren am Gehäuse. Da empfiehlt es sich ein Stückchen Draht zu nehmen. Gut, das ganze Teil hier, jetzt haben wir ja nicht mehr viel übrig, ich muss noch die Befestigungsschrauben für die Grundplatte, also für den ganzen Kopf. Und ja, das Teil hier, das kommt dann am Schluss dran. So, jetzt baue ich wieder meine Kamera um. So, einbauen, genauso leicht oder schwer wie es ausbauen. Haben wir es mit diesen drei Kabeln hier nochmal durch. Ja, muss es so festgemacht werden. Hier vorne war ja diese kleine schwarze Schraube. Das muss man als erstes einsetzen. Hier haben wir also als letztes auch weggemacht. Das ist wieder eine Torx. Die ziehen wir allerdings noch nicht ganz fest an, sondern einfach nur so ganz, ganz lose. Und dann bauen wir mit unserem 5 mm bauen wir dann diese beiden Halterungen drauf, an denen später auch der Sensor fest gemacht wird. Ziehen wir auch noch nicht ganz fest an, sondern auch nur so handfest. Wenn alle drei drauf sind, dann ziehen wir die gegen den Uhrzeigersinn noch mal kurz nach. Auch die hier oben. So, aber auch nicht fest. So, jetzt kommt das Teil, wo der Sensor wieder drauf gebaut wird. Also dieser Filamentsensor. Der wird hier oben einfach aufgesetzt und hält dann an zwei Stellen. Also der wird nicht mit dem langen Teil nach außen, sondern mit dem langen Teil nach innen draufgesetzt. Steckt da auch schon. Da sind zwei silberne Schrauben dabei. Das sind wieder die Kreuzschrauben. Wie gesagt, sie würden es uns einfacher machen, wenn sie einheitliche Schraubentypen verwenden würden. Und damit fixieren wir diesen Filamentsensor wieder. Und hier hinten auch. Als nächstes kommt so die leidvolle Aufgabe, die ganzen Steckverbindungen wieder drauf zu friemeln. So, neue Stecke wieder oben. Kann man das Gerät mal testweise einstellen. Anstellen, Hauptmenü gehen, bewegen und mal die ganzen Richtungen mal ausprobieren. Also X plus X minus geht. Y ist sowieso die untere Z-Achse. Rauf und runter geht auch. Was wir jetzt natürlich machen müssen, ist am Schluss noch das ganze Teil zu nivellieren. So, jetzt kann man das Ganze im noch nicht heißen Zustand erstmal wieder aufheizen auf eine Betriebstemperatur. Also vorheizen. Ja, seht ihr auch, diese Einzelteile kann man auch einzeln kaufen. Nasselsets etc. Hier nehme ich mir jetzt wieder eine 0,4 heraus. Ja, auf der Seite steht irgendwo mal 0,4 dran. Sind auch 0,2 dabei. Ich könnte es natürlich auch gleich umrüsten. Aber mir reicht es mit 0,4. Machen wir es nochmal nach oben. Nochmal leichter drunter kommen. So, leicht reinschrauben und dann mit dem Schlüssel nach oben drehen, soweit es halt geht. Da geht es besser. Weiter geht es gar nicht mehr rauf im Moment. Also 7 mm ist eigentlich optimal. Weiter rauf kriege ich es jetzt nicht. Spielt aber keine Rolle, wie viel da unten raus steht. Weil wir später sowieso wieder nivellieren. Machen Nivellierung. Und dann sieht man auch gleich, wie er das macht.
Jetzt fährt er runter, bis die Düse aufsetzt. Das macht er ein paar Mal, um zu lernen, wo die neue Einstellungen sind. Also immer, wenn ihr die Düse ein Stück weit dreht, müsst ihr dann auch wieder eine Nivellierung machen. Ganz klar. Sonst habt ihr dann Bauteile, die in der Luft gedruckt werden. Wer sich wundert, was für eine Platte ich da drauf habe. Ja, das Glasbett, das war mir, naja, sagen wir es mal so, am Anfang hat es ja gut gehaftet, irgendwann hat es nicht mehr gehaftet und ich habe jetzt ein neues Bett drauf gemacht. Habe ich schon im anderen Video erwähnt, was für ein Bett es ist. Ist auch ein Link reingesetzt. Verlinke ich euch mal oben, das andere Video. Es dauert jetzt halt ein bisschen, bis er dich nivelliert hat. Würde man es manuell machen müssen, wäre das eine Heidenarbeit. Aber das macht das Gerät ja automatisch. Gott sei Dank. Nochmal Bewegungsbereich, bewegen, Z-Achse Plus. So viel, dass ich nochmal mit dem 7er Schlüssel hinkomme. Nochmal ein Stück drehen kann. Okay, bewegt sich nichts mehr. So, ja, dann schalten wir das Gerät mal aus mit den restlichen Arbeiten. Das heißt, der Kopf kühlt jetzt wieder ab, macht aber nichts. Nächste Aktion ist es, den Außenkäfig dran zu bauen. Allerdings hängt das hier ein bisschen geschlampert rum, schleift dann auch unten am Boden an. Also ich würde das dann entsprechend hier reinbinden. Dazu macht ihr am besten hier hinten, also noch einen kleinen Draht rum. Geht natürlich auch ohne. Da muss man allerdings das ein bisschen hier besser rein basteln. Hinter den Antrieb am besten. Und dieses Kabel hier nicht allzu nah an den die Kühlrippen dran. So, dann kann man das Teil wieder anstecken. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Passt nur so rein, wie es ist. Das ist immer so eine Sicherheitsnoppe, damit man sich alles reinschieben kann. So, glaube ich, oben dann leicht dran machen. Nicht schon zu festziehen, weil sonst gehen wir wie ein Kabel und machen das kaputt. Dann hier auf der anderen Seite auch nochmal. Und die letzte Schraube, die kommt ja ganz unten rein. Da sind besonders viel Vorsicht zu genießen, da sind nämlich die meisten Kabel. Nicht, dass wir eins damit anschrauben. Ich mache die auch gar nicht so fest, weil bei der nächsten Reparatur muss ich die sowieso wieder abmachen. Also bloß wirklich ganz leicht angezogen. Jetzt kommt das Problem, diese Schraube für den Filamenteinfuhr reinzubasteln. Da muss man auch immer schauen, dass man die richtige Stelle erwischt. Ah, gar nicht erwischt. So, Filament her, 45 Grad abzwicken, sonst wird es sich nicht richtig einfädeln. Und ich mache das hier auch immer ein bisschen gerade. Also hier. Und dann fädeln wir das oben ein. So. Und schalte das Gerät wieder ein. PETG habe ich festgestellt, lässt sich am besten drucken. Und ist auch am widerstandsfähigsten. Im Gegensatz zu PLA, das ist ja weder thermisch stabil noch UV-beständig. Ja, sollte die jetzt einen Fehler gemacht haben, dann würde dieses Display gar nicht richtig funktionieren. Das Heizen wird nicht funktionieren. Jetzt machen wir sicherheitshalber nochmal ein Nivellieren. Das Filament ist immer noch nicht richtig eingelegt, also es wird jetzt nur mitgeführt, weil ich es reingesteckt habe bis zum Anschlag, bis es nicht mehr weiterging. Zweite Nivellierung ist nur noch der Feinabstimmung, falls sich doch an der Höhe noch was geändert hat von der Düse. Schauen wir, ob das weit bis geht drin ist. Dann machen wir hier mal Laden 5 mm. Ach, die Temperatur ist jetzt wieder zu niedrig. Jetzt mal die Düse natürlich hochheizen auf unsere Betriebstemperatur. Für das Filament. Sieht man im Display ja Gott sei Dank die Temperaturen. Die wird immer angezeigt. Die Zieltemperatur hinter dem Strich, die momentane Temperatur vor dem Strich. Sagen wir 154 Grad, das reicht natürlich nicht ganz.
Minimum ist ja so 200 Grad, 190 bis 200 Grad bei PTA. Und PTG braucht schon 230 Grad. Ich nehme da 235 Grad, das ist auch meine Drucktemperatur. Auf Laden gehen, zieht es auch rein, man sieht es auch mit meinen Fingern, ich ziehe es auch unten. Ah, ihr seht es schon, es tropft runter. Und jetzt ist es geladen. Also laden ist bei dem Ding kein Problem, wenn man nicht vergisst, die 45 Grad zu machen. Ja, und jetzt gehen wir mal auf Drucken. Ich habe ja so Testobjekte drauf auf dem Drucker. Dann nehmen wir das Benji. Zum etwas besseren Sehen habe ich mir auch noch so eine kleine Lampe besorgt. Mit der kann man da mal ein bisschen Licht dran machen, um die Stecker besser zu sehen und einzelne Teile besser zu sehen. Das hat auch Magnetclip, das kann man auch anklipsen. Es empfiehlt sich, ein paar Ersatzteile parat zu haben, ein paar Euro da zu investieren. XY-Riemen habe ich auch mitbestellt, die haben ziemlich lange gedauert, bis sie gekommen sind. Ja. Wollte ich ja zeigen, wie das so geht, in einzelnen Schritten. Läuft ganz gut bis jetzt. Auch noch keine Tropfenbildung. Zeigt er leider nicht scharf genug an, doch hier 50%. Sonst ist es eingestellt ab der ersten Schicht, also zweite Schicht aufwärts sind dann 50% eingestellt. Das Profil, das werde ich in einem weiteren Posting mal bringen, welche Einstellungen ihr treffen könnt. Also ich kann den Drucker für den Preis, oder er ist jetzt runtergesetzt, nur wärmstens empfehlen für jeden Anfänger, für jeden, der sich für 3D-Druck interessiert. Er hat eine große Druckfläche, im Gegensatz zu dem Raptor, den ich hatte. Und er hat ein sauberes Druckbild und man kann auch was dran machen. Beim Raptor, den kann man ja überhaupt nicht zerlegen, da kann man nicht dran. Hier kann man einfach was machen. So, fertig. Jetzt kühlt er ab und dann geht es relativ leicht weg. Jetzt ist es noch relativ fest dran. Warte mal ein bisschen. Das Bett hat jetzt noch 52 Grad, hält immer noch bombig fest hier. Das hat noch 40 Grad. Das kann man so schon leichter lösen. Schauen wir uns das Teil mal an. Ja, sieht ganz brauchbar aus. Stringing kann man nicht ganz verhindern bei dem PETG-Material. Aber ja, brauchbares Ergebnis. Natürlich kann man es immer noch optimieren, aber für einen Druck gleich nach der kompletten Zerlegung und Wiederzusammenbau ist es ganz gut geworden.